Es gab hier absichtlich wurde diese Basilika errichtet, schon im frühen Mittelalter. Die Bischöfe, wie schon erwähnt, haben hier residiert, gedient, gewohnt, in der Nähe gewohnt, gedient. Und bis heute noch, ja, das dient als Ambiente für Besichtigungen, Treffen, kulturelle Aktivitäten, Konzerte und so weiter und so fort. Kein von den belangreichsten Punkten von Nessebar. Ja, dieser Punkt. Ja. Kulturell, touristisch, heißtelig. Ja, auch. Ja, auch. Wir wollen rechts verschiedene Sorten Aktivitäten organisieren.